Wer wagt es, Rittersmann oder knapp, zu tauchen in diesen Schlund? Liebe Freunde der Poesie, herzlich willkommen. Ich spreche heute über die Ballade Der Taucher von Friedrich Schiller. Dieses Video ist für Serafin und für alle, die sich fragen, wie Schiller im 18. Jahrhundert dazu kommt, über einen Taucher zu schreiben. Die Ballade hat 27 Strophen und jede Strophe hat 6 Verse. Die 6 Verse sind so eingeteilt, dass die ersten 4 Verse sich mit einem Kreuzreim reimen und die letzten beiden Verse sind ein Paarreim. Das ergibt den interessanten Effekt, dass jede Strophe in sich abgeschlossen und pointiert wirkt. Worum geht es in diesem Gedicht? Erzählt wird die Geschichte eines Königs, der eine Challenge ausruft. Heute würde man das wahrscheinlich so sagen. Damals ist es einfach eine Herausforderung. Er sagt, wer wagt es, von meinen Gefolgsleuten in diesen Schlund hineinzutauchen? Und was das für ein Schlund ist, das erfährt man so nach und nach in diesem Text. Und zwar stehen die Königshof, Rittersleute, edle Fräulein, Prinzessinnen und so weiter, die stehen an einer Klippe und unten unterhalb der Klippe ist ein fürchterlicher Strudel. Er spricht ja von der Charybde. Die Charybde, die Charybdis, ist ein Strudel, den man von der Odyssee kennt. Und in der Odyssee ist das kein sehr erfreulicher Ort. Also ein Strudel, der alles hineinzieht. Und er ruft eben die Herausforderung aus, die Challenge aus. Wer wagt es, da hinunterzutauchen für mich? Er nimmt einen goldenen Becher und wirft ihn in diesen Schlund hinunter und sagt, so, und wer traut sich jetzt? Und zunächst traut sich niemand, aber dann tritt aus der knappen, zagenden Chor ein Edelknecht sanft und keck. Also ein junger Mann, ein Knappe, er ist also ein Ritter in Ausbildung. Wir können uns vorstellen, ein Teenager vielleicht. Und der taucht hinunter. Und dann beschreibt uns Schiller sehr anschaulich, wie dieses Wasser sich bewegt. Und es wallet und siedet und brauset und zischt, wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt. Bis zum Himmel spritzet der dampfende Gischt und auf Flut sich ohne Ende drängt. Und dieser Jüngling ist weg. Der kommt nicht mehr zurück und man denkt schon, der ist perdu, wie es bei Wilhelm Busch heißt. Aber dann plötzlich sie, aus dem finster flutenden Schoß, da hebet sich's spanenweiß. Und ein Arm und ein glänzender Nacken wird bloß. Und es rudert mit Kraft und mit einzigem Fleiß. Und er ist's und hoch in seiner Linken schwingt er den Becher mit freudigem Winken. Er hat's geschafft. Und er kommt zurück und er erzählt, was er erlebt hat und was er gesehen hat. Und diese Erzählung ist schauerlich und zugleich faszinierend. Schwarz wimmelten da in grausem Gemisch zu scheußlichen Klumpen geballt, der stachlichte Roche, der Klippenfisch, des Hammers gräuliche Ungestalt und dräuend wies mir die grimmigen Zähne der entsetzliche Hai, des Meeres Hyäne. Der Jüngling beschreibt, wie er mit knapper Not dem Tod entrinnt, er kann sich noch an seinem Felsen festhalten und sieht, dass der Becher bei seiner Koralle hängt und deswegen wird er nicht hinuntergezogen in die Tiefe und er kann entrinnen. Der Strudel bringt ihn wieder hinauf, aber es ist wirklich sehr knapp und er hat großes Glück gehabt. Der König hingegen, der ist von dieser Erzählung, von diesen Ungeheuern der Tiefsee so fasziniert, dass er den Jungen nochmal runterschicken will. Und er sagt, den Becher kannst du sowieso behalten, aber du kriegst noch mehr. Du kriegst noch einen kostbaren Ring, wenn du nochmal hinuntertauchst und mir erzählst, was da alles zu sehen ist. Und jetzt mischt sich die Tochter des Königs ein. Und man kann sich vorstellen, dass sie noch jünger ist als dieser Knappe. Und der Knappe ist wahrscheinlich ein Teenager. Dann wird die Tochter des Königs vielleicht 12, 13 Jahre alt sein, eine sehr junge Prinzessin. Und sie sagt, lasst Vater genug sein, das grausame Spiel. Er hat euch bestanden, was keiner besteht.
Und jetzt sollen doch die Ritter zeigen, was sie drauf haben, und lass doch den schnappen jetzt. Er hat doch schon alles gemacht. Und der König erkennt, dass er noch einen wertvolleren Preis aussetzen kann als diesen Ring. Und er nimmt noch einmal diesen Becher, wirft ihn noch einmal hinunter in diesen Strudel und sagt, und schaffst du den Becher mir wieder zur Stelle, so sollst du der trefflichste Ritter mir sein und sollst sie als Ehegemahl heute noch umarmen. Also diese Prinzessin, die kriegst du, wenn du noch mal runtertauchst. Und der Jüngling taucht noch einmal hinunter. Und dann, wir können es uns vorstellen, wohl hört man die Brandung, wohl kehrt sie zurück. Sie verkündigt der donnernde Schall. Da bückt sich's hinunter mit liebendem Blick. Es kommen die Wasser all. Sie rauschen herauf, sie rauschen nieder. Den Jüngling bringt keines wieder. Musik.